So, hallo. Jetzt habe ich mal drauf geachtet. Zweimal hat es beim Starten angezeigt, Codierung und überlastet. Vielleicht ist das der Moment, wo es immer so ein bisschen unscharf am Anfang ist. Ich hoffe, dass es jetzt mal nicht so ist. Na, das ist immer, wenn ich weiter aufnehme bisher gewesen, dass das manchmal war. Und jetzt habe ich mal geguckt, da ist tatsächlich eine Anzeige in OBS. Interessant. Mal gucken, ob es jetzt auch wieder so ist. Also wenn das wieder ein Part ist, der jetzt am Anfang in der ersten Minute oder so unscharf ist, also nicht unscharf, aber schlechte Qualität hat, dann weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt gerade so lange das Video neu gestartet, bis nicht mehr dieser Codierungsfehler kommt. Mal gucken, ich weiß es nicht. So, wir haben ein neues Level von Twigs. Da es ein Baby-Style-Level ist, sollte es einfach sein, aber wir werden sehen. Take your time. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Effing 12 Minuten hat der Beste. Okay, es ist eine Uhr, deswegen take your time. Oh. Da ist man tot. Ups. Ich dachte, das scrollt vielleicht runter oder so, dass man mehr von der Uhr sieht. Aber nein, man sollte nicht mehr von der Uhr sehen, sondern man sollte weniger von der Uhr sehen, um weiterzukommen. We're taking unsere time. Da ist eine Röhre. Da geht's aber auch runter. Nur für eine Coin? Nur für eine Coin. Dann gehen wir mal in die Röhre. Komisch, dass keine Musik hier ist. Soll das wirklich musiklos sein? Wahrscheinlich, dass man den Gong hört oder sowas. Wofür wechseln die denn hier jetzt durch? Ich kann doch da eh nicht... Ach so, da kommt Zeug raus. Jo, hi! Das war interessant. Muss ich jetzt echt so einen Sprung hier machen? Der nach unten mit Abgrund ist. Twix! Twix! Gerne klein bleiben. Oh Mist. Vielleicht möchte ich auch nicht klein bleiben. Ah, was ist das denn? Wo geht's hier eigentlich? Ah. Nirgends geht's hier. Nach nirgends. Aber Twigs, ein Checkpoint vorher wäre ganz cool gewesen. Bevor man die dummen Sprünge machen muss. Ups. Ich will aber eh klein sein an den Ranken. Kommt mir ganz gelegen, wenn ich hier meinen ganzen Kram schon verliere.
kann ich jetzt nämlich auch einfach durchrennen. Das interessiert mich alles nicht. Weil ich hier eh klein sein will. Ich müsste doch eigentlich sogar... Jetzt probiere ich was aus, was ich gleich bereuen werde. Aber ich probiere es aus. Ja, geht. Okay. So, das ist nämlich klein deutlich angenehmer. Da ist mein Checkpoint. Natürlich. Kommt der nach dem... Nein, danke. Die kannst du behalten, die Münze. Wieso ist die jetzt nach drüben gewandert? Das ist doch ein ganz normaler Block. Das war ja interessant. Hi. Hi. Ah, darüber. Ah, da kommt der Link! Okay. What the heck? Was geht mit den Items hier in der Ecke, dass die so sind? Die Blume zieht's nach drüben und der Pilz ist einfach mal komplett am Rumspinnen. Okay. Kann man machen. Das war dumm. Da ist sogar das Springboard abgebildet. Ah, ja, 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 ja. Aber ich bin ja drauf gekommen. Ja, na klar klappt der Sprung nur einmal. Ah, Mist. Ach, das ist ein Sprungpilz. Aber dass der dann so schrumpft, also der spinnt ja richtig krass. Oh. Egal. Eigentlich könnte ich auch einfach auf die Mitte gehen. Passiert ja nichts. Ich glaube, das ist deutlich schlauer, als da so komische Sprünge zu machen. So, easy. Dann komme ich da oben raus jetzt, okay. Das ist jetzt der Uhrzeiger, ja? Ich hatte gerade schon ein Level, wo ich einmal aus dem Kreis laufen musste. Ich bin das jetzt gewohnt. Oh Mist. Geht das bis dahin? Nein. Aber was soll ich jetzt tun? Oh no. Schnell einmal rum. Okay. Komme ich da? Ich weiß halt nicht. Hier unten müsste ich safe sein. Gut. Und jetzt ist da oben offen. Da ist mein neuer Checkpoint.
Wie weit geht das Mistding? Bis dahin. Jetzt komme ich hier durch. Yo! Ihr habt Spaß. Wie lange geht das Ding? Hier unten bin ich safe. Da bin ich safe. Ah, ich war gerade irritiert, aber alles gut. Komm mal mit. Ich möchte kurz betonen, dass ich den nur jetzt dabei habe. Ich glaube, ich kann damit nichts kaputt machen. Da sind wieder die Twaxi-Plattformen. Die Twaxischen Plattformen möchte ich sie nennen. Okay. Oh. Krieg ich eh nicht bis da hoch mitgenommen, ne? Nee. Muss ich so spielen, wie es gedacht ist. Schade. Yo, 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 yo. Lass den mal, wo er ist. Holy moly. Oh mein Gott, noch einer. Zum Glück sind die nicht auf Verfolgungsjagd, wie es normalerweise die Giftpilze wären. Schießt der auch einen Giftpilz raus? Die sind aber auf Verfolgungs... Oh mein Gott, nein! Ah, der kommt mir nicht hinterher, ne? Okay, gut. Geh weg. So, jetzt komme ich nach hier hin zurück. Der fällt gar nicht runter, der fährt rüber. Okay, jetzt komme ich hier rein. Und das war's. Gut. Ja, wie gesagt, Babystars sind nicht so schwierig für Twakes. Aber ein paar Sprünge sind schon drin, wo ich sagen würde... Nee, eigentlich nur einer. Eigentlich nur der von der Ranke nach oben. Alles andere ist okay. Das ist ein schwacher Rekord. Das ist ein sehr schwacher Rekord. Mario Paint. Use your POW paintbrush to draw 4 unique pieces of art. What? Was hat Murmelat jetzt wieder gebaut? Ach so, ich muss hier... Oh mein Gott! Und dann schiebt er die hoch. Und wenn man das nicht gut genug... Wenn man das nicht gut genug malt... Oh nee. Oh nee, da bin ich jetzt aber gar nicht Fan von. Dann löst es den Schlüssel da oben nicht aus. Wie war das überhaupt? War das so ein gesichtartiges Ding? Irgendwas fehlt mir da doch gleich. Oh Gott. Ach, jetzt hört er auf, den wieder mitzunehmen. Du Gesichtskrapfen.
Wie komme ich jetzt da wieder rein? Oh mein Gott. Irgendwo waren noch Augen. Das ist totaler Quatsch, was ich hier baue. Vor allem, selbst wenn er die jetzt mitnimmt, der stapelt die doch einfach. Ist doch egal, in welcher Form ich die hier ansetze. Ja. Ah ja. Ich hab's mir halt überhaupt nicht richtig gemerkt. Ups. Trotzdem muss es doch irrelevant sein, wie ich die hier anlege. Wenn er die nachher einfach stapelt, könnte ich die doch gleich so hinlegen, wie sie einfach dann gestapelt aussehen würden. Probieren wir gleich in beiden Varianten aus. Ich glaube, das ist nicht sehr durchdacht. Jetzt kommen noch die zwei Augenlein. Ah, das machen wir erstmal hier drüben. Aber waren die waren hier in der Mitte? Wo waren denn die? Waren die hier drüben auch? Gut. Ah ja, genau, so zwei hoch. Hat schon gepasst. Wie gesagt, das... Ich sehe halt nicht, warum ich das so anordnen muss, weil der würde die einfach stapeln. Dann könnte ich die auch gleich untereinander setzen. Es wird niemals funktionieren. Ah ja. Wie viele sind das? Nee, auf Wiedersehen. Nee, das ist mir zu blöd. Also die Idee ist interessant, aber das ist mir zu doof. Sorry. Das ist mir ein bisschen zu doof dann, doch. Anderes Level von ihm. Train Station Switcher. Plan your trip with the map and line switchers. Don't get off at the wrong stop. Oh, was? Der hat großartige Ideen anscheinend, aber so wirklich begeistern tun sie mich jetzt gerade nicht. So, mal gucken, was wir hier haben. Also, der Kollege hier fährt Zug. Der Kollege fährt überhaupt nichts. Ich kann nur den umstellen. Aber da ist ja gar nichts, was losfährt. Plötzlich Level. Was tue ich jetzt hier? Jetzt gehe ich wieder zurück durch die Tür. Ah, und bin groß geworden.
Es ist hier offen. Das ist mehr so ein Aushaltelevel als, Aber ich habe jetzt nichts bekommen. Wie Ding, Ding, Ding. Ich will ein Pil... Aua. Muss ich irgendwie anhand der Karten feststellen, ob ich richtig gehe oder nicht? Jetzt hat sich der Switch umgestellt. Ah, ich bin blöd. Jetzt kann ich wieder raus, aber jetzt hat sich, wie gesagt, der Switch umgestellt. Jetzt kann ich da unten weiter. Und jetzt habe ich hier wieder einen... Aber woher weiß ich denn, wo ich hin will? Okay. Also ich verstehe das Rätsel noch nicht. Ich weiß nicht, woran ich sehe, welcher Weg der richtige ist. Ich meine, ich kann gucken, wo es weitergeht nachher. Oha, ah, die bleiben da jetzt. Okay. Ich kann gucken, wo es nachher weitergeht. Wenn ich hier rüber gehe, würde ich wahrscheinlich feststellen... Na, da geht es auch weiter. Oh, toll. Ja, keine Ahnung. Geht bei beiden weiter. Hier muss ich halt wieder der Switch umstellen, dann komme ich da durch. Und dann kann ich da hoch. Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Jetzt habe ich einen Schlüssel gekriegt. Jetzt muss ich nur wieder durch die... lustige Wolkentür kommen. Oh mein Gott, das war knapp. Und jetzt kann ich oben weiter, wo die Schlüsseltür war, ja? F. Ach ja, soll ich nicht sagen. Entschuldigung. Jetzt muss ich hier weiter. Und ich wette, jetzt ist es da auch dicht. Oh no! Ich muss jetzt erst das spielen, damit wieder alles umgedreht wird. Mach mal nicht! Durch die Tür! Die Wolke hin und her fährt, ist halt nochmal ungünstig, aber es soll wohl so sein. Sonst könnte er ja auch einfach was anderes runterfallen lassen.
So. Ich weiß ja aber, der Weg ist dahin. Jetzt muss ich nochmal durch den Raum hier kommen, oder was? Der war ja eigentlich nicht schwierig. Was eigentlich war, überhaupt nichts Schwieriges. Nicht mal im geringsten. Dann pilzen wir mal wieder mit. So. Aber das Schlüssel wird nicht gespeichert. Wenn ich jetzt verhaue... Nein, wenn ich das jetzt verhaue, kann ich nicht durch die Schlüsseltür gehen und muss alles nochmal machen, richtig? Ich meine, das dürfte ich eigentlich nicht verhauen. Vor allem mit einem Pilz nicht. Nee, das kann ich nicht verhauen. Das ist viel zu einfach. Gott sei Dank. Ich könnte nur durch die falsche Tür gehen. Das könnte noch passieren. Okay. Also ich habe nicht so ganz den Zusammenhang mit den Karten verstanden. Aber... Okay. Nochmal lesen. Plan your trip with the map. Also dann zeigt mir die Mappe irgendwie an, also die Karte zeigt mir irgendwie an, wo was ist, ja? Deswegen war der Schlüssel da unten. Don't get off at the wrong stop. Ah, verstanden. Okay. Ich hätte anhand der Karte sehen sollen, wo ich lang muss. Gut, habe ich nicht verstanden, weil doof. Okay, das wird wohl eher nichts, wenn ich mir die Abschlussrate so angucke. Aber wir gucken es uns mal kurz an, was da los ist. Ah, die fährt weiter. Cool. Okay. So ein Ding ist das. Ich auch nicht. Hä? Kann ich da runter? Ganz unten bin ich auch nicht safe, ne? Doch. Aber jetzt muss ich vernünftig... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Okay. Muss wahrscheinlich oben rum, jetzt muss ich runter. Jetzt wird es oben sein? Ja. Mist! Das ist creepy. Da musste ich unten... Ne, oben rum, oben rum, oben rum. Wieso schaffe ich es denn beim ersten Mal und dann nicht mehr? Kann ich die eigentlich auch so auslösen? Nein, ich muss springen. Okay.
Bin ich denn eine Nuss? So, jetzt musste ich wieder hoch und dann runter. Und dann oben wieder. Und dann oben wieder. Und dann weiß ich nicht, wie es weitergeht. Noch fühlt es sich machbar an, aber das wird sich wahrscheinlich gleich ändern. Cool. Vor allem 2 Minuten oder so, es ist ja Weltrekord. Das heißt, es wird wohl wirklich sehr lange gehen. Und das ist nicht gut, wenn es so lange geht. Das sehe ich mich noch nicht. Danke dafür. Gibt's doch nicht! Das hab ich doch vorhin auch rechtzeitig geschafft. Oh, wie mich sowas nervt. Hab ich zum Glück noch nie gesagt. Das war knapp. Hoch, runter, hoch. So, und jetzt den Sprung nicht verhauen. Und dadurch. Okay, keine Ahnung, was jetzt kommt. Ich hab halt... Legit. Okay, das wird immer enger. Ich... Sollen wir nochmal einen Durchlauf? Ja, komm, einen Durchlauf machen wir noch. Warum schießt der jetzt so spät auf einmal? Ich hoffe, jetzt ist nichts durcheinander. Darf es aber eigentlich nicht sein, weil die Plattform bewegt sich ja trotzdem. Ganz normal. Ach Mann, nee, nee, es nervt mich zu sehr. Nein. Nein, da rege ich mich zu sehr auf. Nicht gut. Dann machen wir doch lieber noch ein bisschen sowas. Da rege ich mich überhaupt nicht auf. Vor allem nicht über Lex. Ja, da kann ich auch was dafür. Aber danke, danke für die Info. Meine Verbindung war es, natürlich, klar, logisch. Wow, ich spiel gegen mich. Keiner da. Wir haben gerade Freitagnachmittag, ich will es nur kurz sagen. Wir veralbern jetzt hier. Freitagnachmittag, niemand will spielen. So ein Pech. Oh, guck mal. Das hat gedauert. Ist nicht gut, wenn das so lange dauert, glaube ich. Magic Tower. Ich bin tot. Blau. Blauer Tod. Bitte leck nicht. Sieht gut aus. Was ist das denn?
Ach so, die Haut ist kaputt einfach. Wer war jetzt als erstes am Ziel? Wer war am Ziel? Ah ja! Tolles Level. Ah, ich meine, schön, schön. Das macht den Misserfolg der letzten Folgen komplett wieder weg. Aber was ein dummes Level. So, wenn wir wieder 3 Jahre brauchen, bis hier einer kommt, dann gehe ich raus. Dann bringt es gerade... Hab nichts gesagt. Was ist mit Luigi kaputt? Ich bin jedenfalls Mario. Sand Academy. Von Ries Ovo. Das sieht doch nett aus. Die fallen runter. Ah, die wabbeln nur ein bisschen hin und her. Wow. Ich fühle mich gerade ein bisschen alleine. Tolles Level. Wow. 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 Was ein schönes Level. Ach, da macht Multiplayer doch wieder so richtig Spaß. So, komm. Her mit den Vieren, danke. Geht doch. So, wir sind wieder der blaue Toad. Der hat uns gerade schon Glück gebracht. Drei, zwei. Na dann. Ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, dass das passiert. Es war klar. War natürlich eigenes Verschulden, keine Frage, ja. Will ich gar nicht beschönigen. War natürlich Dummheit. Pure. Hi. Ach, der ist gerade. Ja, zum Thema Dummheit. Ja, jetzt wird gleich einer abschließen. Oh, das Level hat alles, was ich mag. Ich bin dumm und es laggt. Sehr schön. Aber grundsätzlich wäre es, glaube ich, ein gutes Level gewesen. Na, vom Level her ist es, glaube ich, okay. Also, am Level habe ich nichts auszusetzen. Und die anderen auch nicht. Sehr gut. War ja mein eigenes Verschulden. Diese ganzen Tote waren ja eigenes Verschulden, also muss man nichts dazu sagen. Los geht's. Dankeschön. Let's go. Toadette. First Level Omega Lull, Loki XD. Ich habe Angst. Das sieht aber im Moment noch gut aus. Es sieht tatsächlich im Moment gut aus. Es sieht gut aus. Besser als mein Level. Oh nein, warum mache ich das? Oha. Gut, da sind wir jetzt alle reingerannt anscheinend. Nein, nicht doof! Ich doof!
Hier ist ein Pilz. Gib mir den. Jetzt renne ich damit durch das Viech durch. Aber jetzt sind die anderen auch schon durchgerannt. Oh, da ist noch eine Blume. Oh, da ist eine... Oh, okay. Oh nein, jetzt komme ich da nicht durch. Jetzt komme ich nicht durch das Viech durch. Das Viech ist weg. Hä? Hä? Oh. Nein! Mist. Ja, das war's. Schade, war ich wieder dumm. Da war ich wieder selber dumm. Ah, blöd, dass es keinen Checkpoint gab. Das wäre jetzt die einzige Kritik, ansonsten ist das Level schon echt in Ordnung. Wo ist die Ranke hin? Ja, wie gesagt, das Level ist okay. Wobei, nicht für Multiplayer. Weil wieder mit Schlüssel und so gearbeitet wird. Für Multiplayer ist es eigentlich nicht so okay. Aber es ist aber auch nicht so die totale Katastrophe. Aber man muss halt auf den Bossen. Ja, ist halt, mit Boss ist es halt für Multiplayer wieder blöd. Da haben sie schon recht. Haben sie schon recht. Ich habe mich da wieder zu sehr verleiten lassen und nicht an Multiplayer gedacht. So, aber jetzt kriegen wir ja relativ schnell die vier Leute immer zusammen. Das ist ganz gut. Ich nehme auch drei, so ist es nicht. Komm, lass starten einfach. Hör auf, runterzuzählen. Wenn ich nichts drücke, geht meine Konsole wieder in den Standby. Und dann kriege ich Punktabzug. Was für ein Blödsinn. Deswegen drücke ich gerade Knöpfe, die gar nichts bewirken, aber ich drücke sie einfach, damit die Konsole nicht in den Standby geht. Ja, komm, lass jetzt zu dritt spielen. 5, 4, 3, 3, 3, 3 Spieler. Los geht's. Dankeschön. Und da ist plötzlich ein Ver... Alles klar, aber wir sind Luigi. Desert Dash. Ab durch die Wüste. Mist. Wow. Oh boy. Oh boy. Keine Ahnung, wo ich landen werde. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Wieder mehr Glück als Verstand. Jetzt habe ich aber nicht das Level überblicken können. War das jetzt für... Es war halt kurz. Kurz ist eigentlich auch nicht so schön. Na, man will eigentlich schon ein bisschen will man schon eigentlich in solchen Leveln spielen. Aber gut, punktetechnisch bin ich schon wieder zufrieden. Uff. Ach, lass doch einfach mit drei Leuten spielen. Ohne da jetzt ewig wieder rumzuwurschteln. Los geht's. Go. Go. Hopp, hopp, hopp. Husch. Go, go, go. Danke. Wir müssen jetzt nicht noch 8 Sekunden runterzählen. Es sind 4 Leute da. Ah. Fang an. Jetzt sind es wieder 3! Dann spiel doch mit 3! Dann spiel doch einfach mit 3! Danke! Hauptsache, wir können starten. So, ich bin Luigi. Dieser Modus. Dieser Modus! Hatten wir schon mal ein Unterwasser-Multilevel? Nee, oder? Ist so relativ selten zumindest. Wir hatten mal einen Abschnitt der Unterwasser... Oh mein Gott. Die hole ich mir. Die... Nee, 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 nee. Ich brauche eine Blume. Ich nehme einfach beide. Tschüss. Ich hoffe, du wirst auch mal getroffen. Oh. Bin ich jetzt in die gleiche Röhre wie er? Das ist egal, okay. Cool.
War das ein Midway? Ja. Verdammt, der kommt da durch, ne? Oh nein! Wieso kommt der da so schnell durch? Der wird gewinnen. Aber das hat er dann auch verdient. Der spielt halt echt gut, ne? Okay, da wurde jetzt hochgezogen. Nein! Ah, schade. Aber für Multiplayer war es okay. Das mit der Wippe ist ein bisschen... Mit der Wippe ist ein bisschen mehr am Ende, aber eigentlich war es für Multiplayer okay. Würde ich jetzt sagen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Wippe die doof finden. Hm. Aber ansonsten war es okay. Aber dass der da so durchgekommen ist, ne? Der hat ja keinen Power-Up gehabt und nichts. Das war schon ein guter Spieler. Auf jeden Fall verdient gewonnen. Kann man nicht anders sagen. Ah, sehr schön. Toadette im Jungle Adventure. Von Red Penguin. Oh. Oh. Jungle Adventure und dann schwimmen wir. Was? Themaverfehlung, hätte ich jetzt gesagt. So, das ist nicht das Level, was ich erwarte, wenn ich Jungle Adventure lese. Ich meine, es ist ein schönes Level. Es wirkt auch multitauglich. Multiplayer-tauglich. Bin ich mit Shell schneller? Weiß es nicht, aber hier unten ist die Röhre, von daher ist es mir egal. Da ist mein Jungle. Aber kein Checkpoint, das gefällt mir nicht. Wenn ich jetzt sterbe, dann werde ich ein bisschen salty. So wie er. Danke! Danke, schreibt er. Ja, gerne habe ich das gemacht. Kein Problem. Das war ja nicht mal absichtlich. Wow! Wow! Boah, war der sauer! Huch! Wenn ich jetzt tut mir leid schreibe, ist eh zu spät. Sieht er nicht mehr, das ist ja raus, ne? Ich finde, multiplayer-technisch war das okay. Also, multiplayer-technisch fand ich das voll okay. Ich wollte mir nur die Blume holen, wenn der da in den Gegner reinrennt, kann ich doch nichts dafür. Wow. Geht da einfach raus. Ja gut, aber... Ja gut, man hätte nicht wissen können, ich hätte auch noch sterben können. Es waren ja keine Checkpoints da. Also, eigentlich hat er zu bald aufgegeben, aber gut. Ach, guck mal. Mein jüngeres Ich spielt mit. Paths to Glory. Müssen wir nach oben? Ich glaube, wir müssen nach oben. Oder geht's... Nee, es geht nach drüben weiter. Vielleicht ist oben da eine... Wow, hi. Ich glaube, oben ist ein Zusatzweg. Kein Power-Up, schade. Hoppala! Oh, okay. Hui! Hui! Hallo, Feuer! Das war frech. So, jetzt gehen wir mal hier rum. Ach so! Ach so!
Da oben ist nur der andere Teil vom Level. So, was ist da oben? Nein, da oben. Da kam der Hammerbruder. Nee, Mario. Ach, du doof. Ich will da oben in die Röhre. Ich will gucken, was da ist. Jetzt kommt der hier runter. So solltet ihr eigentlich nicht funktionieren, Freunde. Weg mit... Das ist ein Schlüssel. Der hat einen Schlüssel. Da oben, der Hammerbruder hat einen Schlüssel. Willst du mich eigentlich komplett foppen? Jetzt ist der Schlüssel in diesem Abschnitt. Toll! Toll! Das ist ja super! Ist der Schlüssel jetzt immer noch in dem Abschnitt? Mist! Wo ist jetzt der Schlüssel? Ich glaube, wir werden das Level nicht beenden. Sag das nicht gerne. Aber wir werden das Level nicht beenden. So, stopp. Irgendwie haben sie sich wohl den Schlüssel gekrallt. Okay. Oder man braucht ihn nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir haben es versucht. Nein. Das Level ist auch als normales Level nicht gut. Nein, ist es nicht. Wenn man es komplett schießen kann, wenn der Hammerbruder da runterspringt. So, letztes Level. Dann hören wir auf. Egal, wie es ausgeht. Definitiv letztes Level. Los geht's. Danke. Go. So. Hi, yes, Takawama Niku. Oder so. Nee, da gehe ich gar nicht erst. Da wäre ich ja gleich abgeschossen hier. Danke. Das ging nicht so gut, wie ich das dachte. Aber ich hätte gern den Pilz hier. Hi. Hier noch ein Pilz. Ich weiß, der ist da vorne, aber ich komme halt ohne Power-Ups hier nicht durch wahrscheinlich. Guck mal, was da alles Gemeines gleich kommt. Oh no! Okay, Tür. Ja, verdammt. Schade. Keine Chance. Level selbst ist okay. Ich mach mal Mittel. Ich mach mal Mittel. Ja, sind die anderen auch der Meinung. Gut. So, insgesamt Erfolg. Sehr schön. Nicht ganz so weit, wie ich wollte, aber insgesamt Erfolg. Das passt. So. Hat sich in der Zwischenzeit hier was getan? Ich glaube nicht. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit Ich weiß es nicht. Danke fürs Zuschauen und tschüss.